Und nicht jeder Jesuit ist ein Innenkreis Eingeweihter. Man kann nicht jeden Jesuiten einfach nur verurteilen. Aber wenn er in diesen Orden hinaufsteigt, dann kommt er zu diesem Punkt. Du musst den Samen des Hasses zerstreuen in Gemeinschaften und in Staaten und so weiter. Jetzt, wieso müssen sie Hass verbreiten in Staaten? Es steht hier, vor allem wenn dieser Staat stark ist, wenn dieser Staat Ruhe und Frieden hat, wenn dieser Staat günstig ist, wenn alle Arbeit haben, stifte Unruhe und mach Unordnung in diesem Staat. Vernichte die Gesellschaft. Nimm Seiten, wähle eine Seite und kämpfe im Geheim gegen und mit deinem Bruder, der vielleicht auf die andere Seite engagiert ist. Infiltriere beide Seiten und hetze auf von dieser Seite und hetze auf von der Seite. Jetzt könnt ihr sehen, wie das ein Doppelspiel ist. Aber ihr seid vielleicht offen gegeneinander, öffentlich gegeneinander, aber am Ende wird die Kirche dadurch gähnen. Sie wird was gewinnen dadurch, genau. Und wenn dann die Treaties, Verträge geschlossen werden für Frieden, dann hat das Ziel, das Ende justify, gerechtigt. Okay, das ist der typische Jesuiten, die Jesuitenart und Weise, um zu arbeiten. Der 30-jährige Krieg, noch ein Zitat. Dieser Krieg wurde gekämpft, um diese Provinzen, die sich gegen den Papst aufgelehnt haben, zu vernichten. Und hier wird genannt Bohemia, Ungarn, Moravia, Silesia, Österreich. Diese mussten erstmal wieder untertan gemacht werden. Und endgültig, nach dem 30-jährigen Krieg, hat Kaiser Ferdinand II. Mit seinen Söhnen, seinen Freunden, den Söhnen Ignatius Loyolas, die Verträge geschlossen, die dem Papst zugunsten kamen. In 1550 Papst Julius hat erklärt, dass er allein universal der allerhöchste Führer der Welt ist. Er ist der Leiter der Welt. Die Nation und das Königreich, das sich nicht unterstellt, wird vernichtet werden, wird verschwinden. Thomas Aquinas, wer war das? Das war der große Philosoph der katholischen Kirche. Er sagt, der Papst hat das göttliche Recht, um nicht nur der geistliche, sondern auch der temporale, der irdische Führer und höchster König der Welt zu sein. Also jetzt wisst ihr, worum es geht. Es geht darum, um päpstliche Macht über die ganze Welt zu verbreiten. Und noch ein Zitat, Romanism as World Power, der Papst in Rom als Oberhaupt des päpstlichen Staates eignet sich zu absolute Souveränität und Übermacht über alle Staaten der Welt. Kardinal Henry Manning, Erzbischof von Westminster, schrieb, er hat das Recht, um Könige abzusetzen, wenn er will. Denn er hat die Macht Christi, um das zu tun. Jetzt, auf dem katholischen Kreuz stehen die Worte Inri. Jetzt, die Bibel sagt ganz eindeutig, dass in Johannes 19,19, dass die Worte da hätten sein sollen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Was heißt denn eigentlich Inri? Jetzt Webster's Dictionary sagt, dass man es übersetzen könnte als Jesus Nazarenus Rex Iuderum. Aber im Okkulten hat Inri eine ganz andere Bedeutung. Da heißt es nämlich Iustum necari reges impius. Und das heißt, es ist gerecht, um zu vernichten und auszutilgen, heretische Könige und alle Regierungen oder Führer, die nicht basisch dem Papst unterstellt sind.
Noch ein Ziel, das ist auch ein Zitat, Secret Plan, Destroying Protestantism, um Protestantismus zu vertilgen von der Erde. Sie haben geschrieben, die Jesuiten, Protestantismus ist schon dünn und es versenkt in Verwesung. Naja, der Protestantismus is becoming decomposed, verfault. Und endgültig sagen sie, wir gewinnen Leute von hohem Stand. Noch ein Zitat. Da ist eine römische Armee auf dieser Erde für irdische Souveränität, für eine Welt der Zukunft mit dem Papst von Rom als Kaiser. Und sie behaupten, dass die Jesuiten sind die Macht dahinter. Hier war eines der Freunde von Charles Kinnicky, 50 years in the Church of Rome. Er hat gesagt, wherever the Jesuits are admitted, they will be masters, cost what it may. Wo die Jesuiten sind, da werden sie die Meister sein, was es auch immer kostet. Präsident Abraham Lincoln hat das auch unterstützt. Ignatius Loyola sagt, die Macht des Generales ist unbeschränkt. Unbeschränkt. Und sogar, wenn einer vom Papst kommt und er sagt was gegen uns, dann schickst du ihn wieder weg. Nicht erst der Papst darf ihnen sagen, was sie glauben sollen. Friedrich von Habsburg hat gesagt, noch nie zuvor in der Geschichte der Welt hat es so eine Gesellschaft gegeben. Der alte römische Senat selber hat nicht solche Pläne geschmiedet für Weltüberherrschung wie diese Jesuiten. Der römische Katholik Lafayette sagt genau das Gleiche. Er sagt, man wird immer finden einen römisch-katholischen Priester hinter den Kulissen. Und all die großen Führer haben einen. Ob wir nach Kuba gehen oder ob wir nach Rom gehen oder ob wir nach Amerika gehen, da steckt einer in den Kulissen. Wisst ihr, wer Morse ist? Morse ist der berühmter Erfinder des Morse Code, tick, 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 Morse Code. Und er hat gesagt, wer sind diese Agenten? Sie sind Jesuiten, ein Orden in der Welt, der so kühn ist, so doppelsinnig, so total und ohne moralische Prinzipien, so raffiniert, dass sie alle Arten der Deception, Betrügung, Verführung, sogar in katholischen Ländern, Italien, wurden sie rausgeschmissen, weil sie konnten nicht mehr geduldet werden. Der Archduke Maximilian Francis hat gesagt, sie wollen universales Dominium. Sie wollen herrschen in der ganzen Welt. Und was sagen die Jesuiten selber? Komm, wir lesen mal ein Zitat. Alles ist dokumentiert, was ich sage. Ich sage nichts selber. Hier ist Michael Angelo Tamburini und der General der Jesuiten spricht zu dem Fürst Brancas und er sagt, Sieh, mein Herr, von diesem Zimmer regiere ich nicht nur in Paris, aber auch in China. Und nicht nur in China, aber in der ganzen Welt, ohne dass irgendeiner weiß, wie es getan wird. Habt ihr gewusst, dass der Papst auch beichten muss? Und dass der päpstliche Priester, zu dem er beichten muss, immer ein Jesuit sein muss? Und jetzt wollen wir mal betrachten, wer sind diese Jesuiten? Das hier war der General,